Ja, so ein idyllischer Ort war die Gaststätte Forsthaus auf dem Kühlkopf. Für ganz Südhessen war dieser Ort ein schöner Ausflugsort, den man nach einer Wanderung noch einmal genossen hat. Es gibt wenige gastronomische Betriebe, die eine andere Atmosphäre hatten. Das Forsthaus war so eine. Sabine Schröder hat mir diese Bilder zur Verfügung gestellt. Bei Hochwasser war natürlich es da wie auf einer Hallig zu leben. Ja, dann war das Forsthaus nur per Boot zu erreichen. Aber mit diesem Sachverhalt hat man sich, wie man hier sieht, arrangiert. Hier blickt der Wirt Hermann Schröder von dem Mäuerschen nach unten. Er war ein ganz lieber Mensch, der viele Geschichten über den Kühlkopf erzählen konnte. Hier stand übrigens früher eine Scheune. In früherer Zeit hat die Firma Vetter hier geförderten Kies in Rheinschiffe geladen. Dieses Fahrzeug hat den Schröders gehört. Es war ein Traktor mit Kettenantrieb. Na, hier sieht man die Wiese. Die ist vollgelaufen mit Wasser und ja, das Forsthaus liegt da wie eine Hallig. Und auf die höher gelegene Wiese haben sich natürlich Rehe gerettet und ja, auch von der Küche zum Wosenhaus musste man mit dem Boot fahren. Hermanns Frau, die Gretel, inspiziert den Biergarten. Vermutlich von Erfelden ist Besuch zum Forsthaus gekommen und das natürlich mit dem Schiff. Rehe und Menschen rücken in so Zeiten näher zusammen. Ja, und so sah der Innenhof dann aus bei Hochwasser. Dort, wo die Traktoren und die Rolle steht, ist dann später die Küche gebaut worden. Die beiden jungen Menschen sollen später als Gondoliere in Venedig gearbeitet haben. Ja, auf der anderen Seite ist Erfelden, hier gab es noch keine Fußgängerbrücke. Glücklicherweise gab es den legendären Fährmann, der einem für kleines Geld auf die Insel gesetzt hat. Ja, der junge Mensch ist der Schröder-Hermann. Ich müsste mal den Schaffner Walter fragen, ob er noch weiß, welchen Traktor er fuhr. Ja, das sind so richtig historische Aufnahmen. Da gab es noch die Scheune und die Stallungen. Und aus der sogenannten Samba-Hölle blickte ein Pferd raus. Wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weiß, dass die eigentliche Wirtschaft im Wohnhaus unten war. Besonders im Winter, wenn man bei Speck und Eiern zusammensaß, war das wirklich ein Idyll gewesen. Ja, hier schon die Küche gebaut und ja, da hinten hat man ja auch ein paar Sachen untergestellt. Und hier ist wieder an der Fußgängerbrücke, die gab es damals noch nicht, die Firma Vetter. Und das ist dann die Fußgängerbrücke, die von Erfelden auf den Kühlkopf geht. Hermann und seine Gretel genießen die Auszeit, die das Hochwasser halt bringt. Hermann vermutlich mit einem seiner Enkel. Hier gab es noch keine Fußgängerbrücke. Die Menschen wurden mit der kleinen Fähre übergesetzt. Mittlerweile eine stattliche Anzahl von Rehen, die sich hier gut gehen lässt. Das Wasser geht schon etwas zurück. Hermann inspiziert die Lage. Die stolze Traktoristin ist die Gretel. Es ist ein Blick hinten von der Terrasse. Diese Bilder stammen sicherlich aus den 50er Jahren. Da gab es mal ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser. Ja, man meint, das wäre eine Hallig. Das ist wirklich ein Idyll hier auf dem Kühlkopf. Wo hier die Stallungen waren, ist später die Küche hingebaut worden. Hier stolzierte Hermann mit seinen neuen Warthosen.
Ob das der Seniorchef ist oder ein Besucher, konnte ich nicht mehr eruieren. Zumindest war es auch ein Warthosenträger. Ist auch ein interessantes Bild. Hier steht die alte Scheune noch und man sieht, in der Mitte werden die Stallungen abgerissen. Ja, der Hermann wollte mit seinen Engel Richtung Erfelden. Da musste er erstmal über den Kaffeedamm sein Boot ziehen. Hier ist offensichtlich die Brücke in Stockstadt gebaut worden und da unten das Teil war die Fähre, die auf den Kühkopf ging. Wieder eine Besuchergruppe, die von Erfelden zum Kühkopf übersetzen will. Und auf dem Kühkopf wurde früher zum Teil Landwirtschaft betrieben. Ja, das war sogenannte Wasserrüben. Ich möchte mich aber nicht darüber lustig machen, denn der Schaden war für die Landwirtschaft durch die Hochwasser in den vergangenen Jahren schon enorm. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.